hier nicht rein. Du hast Hausverbot. Endlich. Hallo. Hallo Bernd. Boris Weigand, 18 Jahre. Personalausweis und Handy hat er bei sich. Geld scheint nicht zu fehlen. Die mutmaßliche Tatwaffe haben wir auch, gibst du mal? Würde mich allerdings wundern, wenn sich auf dem Material Fingerabdrücke definieren lassen. Jedenfalls nicht, wenn der Täter hier unten angefasst hat. Gehört das zu dem Zaun? Ja. Der Fall lag direkt neben ihm. Wahrscheinlich hat der Täter ihn fallen lassen nach der Tat. Der Todeszeitpunkt dürfte so bei 1 Uhr liegen. Ja, das deckt sich auch mit den Aussagen des Hausmeisters. Um 12:30 war die Party zu Ende und um 13:30 hat er die Leiche hier gefunden. Boris Weigand war kein einfacher Fall. Ich habe gerade mit dem Schulleiter gesprochen. Er ist vor 2 Wochen von der Schule geflogen, weil er gedealt hat. Dann muss es doch beim Drogendezernat eine Akte geben. Ja, wahrscheinlich. Wissen die Eltern Bescheid? Meine Mutter ist Stewardess und kommt aus morgen früh nach Deutschland zurück. Und der Vater sitzt im Gefängnis. Weswegen? Irgendwas mit Totschlag. Was genau ist, weiß ich nicht. Ich werde dafür sorgen, dass der Leichnam möglichst schnell freigegeben wird. Mehr kann ich leider nicht versprechen zurzeit, Frau Weigand. Fühlen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten? Soll ich Ihnen einen Kaffee bringen? Ihr Mann verbüßt zurzeit eine Haftstrafe wegen Totschlags. Was ist denn da vorgefallen? Er hat in Frankfurt unseren Nachbarn verprügelt. Das Radio war ihm zu laut. Ich hätte ihn anzeigen müssen. Schon viel früher. Heißt das, Ihr Mann hat auch Sie und Boris? Als er endlich im Gefängnis saß, haben wir alle Brücken abgebrochen und sind hierher nach Wiesbaden gezogen. Boris sollte eigentlich an der neuen Schule wieder ganz neu anfangen. Was meinen Sie mit eigentlich? Am Anfang war auch alles gut, aber dann hat sich das mit seinem Vater doch irgendwie herumgesprochen. Sofort war Boris der Sündenbock für alles. Sie wissen ja, wie das ist. Boris hatte eine Menge Ärger an seiner Schule. Ich habe gerade seine Akte gelesen. Im Grunde war es nur dieser eine Lehrer, dieser Dr. Büther. Wissen Sie den Grund für Boris' Suspendierung? Suspendierung? Ihr Sohn ist vor 3 Wochen von der Schule geflogen, weil er mit Drogen gehandelt hat. Boris? Und Drogen? Niemals. Entschuldigung, Frau Weigand, aber Sie sind wahrscheinlich sehr viel unterwegs.
Boris ist viel allein. Boris war bestimmt kein Unschuldslamm. Aber Drogen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mein tief empfundenes Beileid, Frau Kollegin. Lassen Sie mich doch bitte endlich in Ruhe. Und das ist derer von euch? Ja, das ist die Frau Martens und der Herr Dr. Büter. Ah, danke. Yes, so. Aha. Herr Dr. Büter? Ja. Mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Ach, Sie kommen bestimmt wegen Boris hier. Erwarten Sie nicht, dass ich Krokodilstränen weine. Hatten Sie Probleme mit ihm? Ja, wenn nicht. Vielleicht bis auf die Kollegin Martins. Aber für die Schule ist der Boris einfach nicht tragbar. Inwiefern? Naja, wenn ich ich meine, wenn ich zu jemandem 10-mal, 20-mal sagen muss, nimm die Füße vom Tisch, und er tut es trotzdem und rastet auch noch aus, ja? Verstehen Sie? Tja. Frau Martens ist die Vertrauenslehrerin. Wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Sie. Ja, danke. Frau Martens? Mann, was hat sie eigentlich geritten, Boris auf diese Party zu lassen? Einen suspendierten Schüler, das muss Konsequenzen haben, ob ich nun will oder nicht. Wissen Sie, er wurde von der Gruppe akzeptiert. Sie hätten ihn erleben sollen auf der Kursfahrt in die Bretagne. Er war wie ausgewechselt. Dann soll ich ihn nicht auf die Party lassen? Nein. Ich bin noch nicht Herr Büter. Frau Martens, bitte, bei aller Sympathie, aber... Wer ist denn Herr Büter? Ein Kollege von mir. Er hat ihn von Anfang an provoziert. Mobbing nennt man das, oder? Kann das mit dem Mord zu tun haben? Ja, was? Büter ist ein sehr engagierter Kollege, aber so engagiert ist nun auch wiederum nicht. Das ist sehr bitter, aber wir haben für Boris Weigand mehr als nur ein Auge zugedrückt. Aber als dann die Sache mit den Drogen dazukam, da hatten wir einfach keine Wahl. Ja, Boris Weigand wurde mit 25 Gramm Kokain in der Schultasche erwischt. Bisschen viel für einen Bedarf. An wen hat er verkauft? Das wissen wir nicht. Wir wissen weder, von wem er das Zeug hatte, noch für wen es bestimmt war. Aber wir haben bei der Leiche ein kleines Notizbuch sichergestellt. Mit Liefermengen und Preisen wird aber alles noch untersucht. Das heißt, wir wissen jetzt noch gar nichts? Doch. Boris wurde verpfiffen. Und zwar von einem seiner Mitschüler. Der wollte anonym bleiben. Wir haben einen dicken Sperrvermerk in der Akte. Ich habe auch einen Namen. Ach. Die Handy-Auswertung ist da. Das mache ich mal. Zeig's dir mal. Ja, komm mit. Leon, was ist denn los mit dir? Wieso? Du stehst hier, wir sitzen dort. Warum ziehst du dich denn die ganze Zeit zurück? Gestern Abend auch schon wieder. Ich muss gerade eine Menge lernen. Boris ist tot. Ist das irgendwie bei dir angekommen? Leon Urdenbach? Sorry. Leon, red doch mit mir. Leon? Leon, kommst du bitte? Wir wollen dir ein paar Fragen stellen. Das geht jetzt nicht. Leon ist mein Schüler und ich fühle mich für ihn verantwortlich. Von mir aus? Ja, okay. Kommen Sie. Ich suche Marco Steinhagen. Hallo, mal einen Moment Ruhe, bitte. Ich suche Marco Steinhagen. Wer ist das, bitte? Ich bin Marco. Guten Tag, mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Darf ich Sie einen Moment sprechen, bitte? Darf ich mitkommen? Ich bin Sarah Winter, seine Freundin. Guten Tag. Ja, kommen Sie mit. Wenn du von Boris Kokain genommen hast, dann können wir das im Körper nachweisen. Das ist doch Unsinn. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich weiß nichts von Drogen. Schau mal, Leon. Das hier ist eine Akte aus dem Drogendezernat. Da ist dick und fett dein Name drin. Du hast Boris verpfiffen und dafür gesorgt, dass er von der Schule fliegt. Stimmt das? Darüber kann ich nichts sagen. Gut. Dann fahren wir jetzt dahin und fragen den Kollegen persönlich. Komm. Was ist denn? Nix. Zeig mal, komm. Scheiße, das sind Brandwunden von der Zigarette. War das Boris? Keine Ahnung. Hey, war das Boris, ja oder nein? Ja, war's. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Na, warum wohl? Boris, für sie gab's doch gar nichts anderes mehr. Wenn das so rübergekommen ist, dann tut mir das leid. Scheiße! Frau Martens? Die weitere Befragung würden wir jetzt gerne alleine durchführen. Kommen Sie bitte.
Sarah und ich, wir haben schon eine Menge für Boris getan. Ich glaube, das kann man so sagen. Warum sollte man das denn nicht so sagen können? Markus' Vater hat Kohle. Marco wird deswegen immer gleich in eine Schublade gesteckt. Nach dem Motto, warum tut er das? Hat er doch gar nicht nötig. Was macht Ihr Vater? Die Firma Privatec. Armin Steinhagen? Sehen Sie, und meine Mutter geht putzen. Wir wollten, dass Boris hier eine richtige Chance auf der Schule hat. So ganz ohne Schublade. Leon, wie lange ging das schon? Keine Ahnung. Ein paar Monate. Du wolltest, dass er dich in Ruhe lässt. Hast du ihn deswegen verpfiffen? Ich wusste einfach keinen anderen Ausweg. Was denkst du, warum hat Boris das gemacht? Keine Ahnung. Dafür muss es doch einen Grund geben. Ich kenne aber den Grund nicht. Ich weiß auch nicht, warum er mich auf einmal so gehasst hat. Keine Ahnung. Bist du vielleicht doch lieber ein Anwalt? Hab doch nichts gemacht. Boris hat vor der Party zweimal bei Ihnen angerufen. Worum ging's denn da? Ach, das war eine ganz blöde Geschichte. Boris hatte sich bei Privatec beworben. Für das Trainee-Programm. Er musste nach dem Rauswurf hier irgendwie gucken, was er jetzt macht. Naja, und er wurde abgelehnt. Er war nicht gerade ein Computergenie. Er war total verzweifelt und rief mich an und wollte, dass ich mich bei meinem Vater für ihn einsetze. Und? Haben Sie's? Nein. Warum nicht? Ich bin gerade auf der Suche nach meinem eigenen Weg und da wollte ich meinen Vater nicht auf sowas anhauen. Ich meine, ich konnte nicht wissen, dass sowas passiert. Hätte ich ja gesagt, klar, im Nachhinein. Marco, hör auf, dir die Schuld zu geben. Du bist um 11 von der Party nach Hause. Kann das jemand bezeugen? Ja, mein Vater, meine Mutter. Und dann bist du gleich in dein Zimmer. Du könntest später aber wieder hingefahren sein, ohne dass es jemand bemerkt hat. Bin ich aber nicht. Außerdem hätten es meine Eltern gemerkt. Woher wusstest du eigentlich, dass Boris dealte? Ich habe gesehen, wie er was gekauft hat von so einem Typen in der Fußgängerzone. Rein zufällig. Ja, rein zufällig. Ich habe da Klavierunterricht und ich habe es einfach nur gesehen, okay? Leon, als Boris suspendiert wurde, was ist dann passiert? Ich meine, der muss sich doch wahnsinnig geärgert haben. Der hat sich doch sicherlich gefragt, wem habe ich diese Scheiße zu verdanken, und dann ist er auf dich gekommen. Er hat rausgekriegt, dass du ihn bei der Polizei hingehängt hast, stimmt's? Deine Brandwunden, die sprechen eine eindeutige Sprache. Du hattest Angst und wusstest keinen Ausweg mehr. Da hast du zugeschlagen, Leon, war es so? Nein. Er wusste doch gar nicht, dass ich ihn gesehen habe. Also, bis dann. Und? Also, entweder er war es selbst oder er deckt jemanden. Also, wenn Leon wirklich um 11 zu Hause war, wieso geht er dann wieder zurück auf die Party? Da läuft er doch seinen Peiniger direkt in die Arme. Ah ja, vielleicht wollte er das ja. Vielleicht hat er beschlossen, sich zu wehren. Leon hat doch körperlich überhaupt keine Chance gegen Boris. Gut, wir warten jetzt erstmal das Ergebnis der Obduktion ab, ja? Leon hat uns den Drogendealer beschrieben. Also, vielleicht können uns die Kollegen vom Drogendezernat da helfen. Hoffentlich. Es wäre hilfreich gewesen, wenn Sie mir das ein bisschen früher erzählt hätten, Herr Dr. Büter. Meine Kollegin hat den Vorgang angefordert. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Vielleicht sind Sie so freundlich und erzählen mir, worum es eigentlich ging? Es ging um eine Internetseite. Boris hat meine Frau und mich dort verewigt. Sie meinen, er hat sie verunglimpft? Wissen Sie, früher, da streckten die Kinder den Lehrern vielleicht mal die Zunge heraus. Aber was sich da heute abspielt, das ist kriminell. Kann man da nicht vielleicht mal ein bisschen drüber stehen? Drüber stehen? Dann zeige ich Ihnen mal was. Meine Frau hat Darmkrebs. Hier. So wurde das im Internet kommentiert. Eine gelungene Montage, ne? Würden Sie darüber stehen? Bitte veranlassen Sie, dass Boris Weigands Computer abgeholt und durchgecheckt wird, ja? Okay, mach ich. Und wegen der Akte habe ich auch nochmal nachgehakt. Das dauert aber bis morgen früh. Ah, okay.
Was ist das denn? Frau Silber? Frau Silber! Was ist denn? Der Computer ist kaputt. Guck mal, der hat sich aufgehängt, jetzt geht gar nichts mehr. Vielleicht ist es ein Virus. Nein, es ist doch ein Virenschutzprogramm drauf. Ich habe auch noch extra Anti-Spyware runtergeladen im Internet. Haben Sie eine Idee, was man machen kann? Ich könnte mal unseren Herrn Herbst anrufen. Ja. Person befindet sich im Laden. Bestätige Standort. Jeder auf seine Position. Bereit. Haben Sie Kontakt? Er geht auf die Tür zu. Warten Sie auf Zugriffspunkt. Klärt sich langsam. Sag mal, kannst du für morgen Abend vielleicht deine Mutter organisieren? Wegen Benny. Ich dranbleiben. Dann könnten wir mal wieder was unternehmen zusammen. Hm. Bereit gehen. Oh Mann, Ute geht's im Augenblick so schlecht. Ich muss sie später unbedingt nochmal zurückrufen. Hausapotheke. Herzlichen Dank. Also los. Schicke Waren, Mann. Halt die Klappe. Okay, kann sein, dass ich diese kleine Frettchen mal gesehen habe. Dieses kleine Frettchen, ja, wie du es nennst, ist gerade ermordet worden. Hey, ich habe damit nichts zu tun. Red keine Scheiße, Boris war dein Kompagnon. Hey, wer der? Wie kommst du denn auf den Quatsch? Boris Weigand hat die Schule mit Drogen versorgt und Sie waren sein Lieferant. Schwachsinn, der kam ab und zu für ein paar Gramm Koks, das war's, Kleinkram. Ach. Da haben wir aber ganz andere Informationen. Leute, der Kleine war Laufbursche. Der hat nicht für sich selbst gekauft. Da wollte sich jemand nicht die Finger schmutzig machen. Kann ich jetzt gehen? Ja, gern, in Untersuchungshaft. Wann kommt Papa wieder? Morgen Mittag. Leon. Leon! Was? Wir haben Leons Alibi überprüft. Die Mutter sagt, er war um 23 Uhr zu Hause und ist dann gleich ins Bett. Die Frau ist aus allen Wolken gefahren, als sie die Brandwunden gesehen hat. Ja, verständlich. Was ist mit dem Vater? Konnten wir leider noch nicht vernehmen. Der ist Lehrer für Freeclimbing und gerade mit seiner Gruppe auf Tour. Glaub mal, das ist Boris' Notizbuch. Also wenn du mich fragst, sind das Liefermengen und Preise. AA032-23110, also Person AA 32 Gramm, 2310 Euro. Von wegen nur ein Laufbursche. Entspricht das dem Marktpreis? Ja, es könnte hinkommen, zwischen 60 und 100 Euro das Gramm, je nach Qualität. Also ich glaube nicht, dass das was mit Kokain zu tun hat. Sondern? Boris Mutter Stuart, sie hat mir erzählt, dass Boris jemand zum Flughafen gefahren hat. AA, Australian Airlines, 032 ist die Flugnummer, 23.10 Uhr, Abflug oder Ankunft. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Du, ich habe Ute versprochen, noch mal kurz vorbeizuschauen. Wie? Ich dachte, wir wollten was trinken gehen. Sie rief vorhin an und hat wieder geweint. Ah, hat sie wieder geweint? Was? Nichts. Ich kann ihr auch absagen. Nein, warte, Ute. Klasse. Oh Mensch, ich dachte schon, es wäre alles weg. Kein Backup gemacht? Nee. Sie hat einen ziemlich bösen Trojaner drauf. Das kann aber nicht sein.
Ich habe da extra ein Anti-Spyware-Programm runtergeladen. Das war der Fehler. Wieso? Das Virus ist das Programm. Verstehe ich nicht. Naja, Sie denken, Sie tun Ihrem Rechner was Gutes und laden sich den Schädling direkt auf die Platte. Und bezahlen noch dafür. Mit Kreditkarte? Ja, klar. Sollten Sie sofort sperren lassen. Oh. Martens, einer Ihrer Schüler hat von Boris Kokain bekommen. Ich muss wissen, wer das ist. Ja, aber bitte nicht jetzt. Ich kann mich gern für Sie umhören. Das mache ich lieber selber, danke. Nein, bitte. Wenn hier jemand etwas über das Kokain weiß, dann erfahre ich das bestimmt eher als Sie. Wie ist nochmal Ihr Name? Reuter, Thomas Reuter. Gut. Ich melde mich bei Ihnen, ja? Ja. Aber ich brauche ein bisschen Zeit, denn. Danke. Also, keine Fingerabdrücke oder sonstige Spuren auf der Tatwaffe, wie ich bereits vermutet habe. Wäre ja auch zu schön gewesen. Es wurde ein Schlag ausgeführt. Alleinige Todesursache. Was den Schlagwinkel betrifft, warte ich noch auf die Computerauswertung. Der Junge war stark alkoholisiert. Drum? Definitiv nicht in den letzten 3 Monaten. Aber es gibt noch etwas. Hier. Diese Hämatome. Die Einblutung geht tief ins Gewebe, ungewöhnlich tief. Die Blutergüsse gehen bis auf die Knochen. Und was bedeutet das? Jemand hat Boris gepackt, ungefähr so, und dann fest zugedrückt. Also Leon kann es nicht gewesen sein, so viel Kraft hat er nicht. Die haben Sie auch nicht. Ich sagte, die Blutergüsse gehen bis auf die Knochen. Sagt man. Ja, uns Vater, der macht doch diesen Sport hier. Free Climbing, ja genau. Da braucht man viel Kraft in den Fingern. Rache für die Misshandlung des eigenen Sohns. Das ist ein starkes Motiv. Mach bitte Leons Vater ausfindig auf seiner Klettertour und lass ihn festnehmen. Ist die Akte in der Sache Dr. Büter eigentlich schon gekommen? Ja. Vor einer Sekunde gerade reingekommen. Ah ja. Und Frau Dr. Brandt hat auch angerufen. Sie hat erste Ergebnisse. Das ist prima. Ich melde mich gleich bei ihr, ja? Okay. Danke. Frau Silber? Ja? Ist alles in Ordnung? Wieso? Ja, Sie sind so anders. Ich hab doch diesen Internetbekannten seit ein paar Monaten. Und der will mich unbedingt treffen. Aha. Wie ist denn Ihr Nickname? Sternchen 95. Oh. Und er? Feuervogel. Wow! Naja, dann viel Erfolg. Dankeschön. Feuervogel. Thank you.
Ich halte es nicht mehr aus. Bei mir dreht sich alles. Ja, geht mir auch so. Und um 20 gibt es ein Freikonzert. Lass uns doch hingehen, einfach mal auf andere Gedanken kommen. Heute Abend ist doch diese Präsentation von diesem neuen Firewall-Paket. Du wolltest doch mitkommen. Meinem Vater wäre es auch wichtig. Alles komm, es war's mir doch nicht so schwer. Du sagst doch immer, dass du deinen eigenen Weg gehen willst. Aber in Wirklichkeit gehst du sein. Das stimmt doch gar nicht. Gehe ich auf eine Eliteschule? Bin ich ein elender Snob? Bin ich arrogant? Ein bisschen. Manchmal. Die nächste Präsentation sage ich ab, okay? Ach, jetzt komm. Marco, komm mal an. Nicht jetzt, lass uns lieber. Was ist das denn? Hallo. Sie brauchen dringend eine vernünftige Firewall. Ja, Herbst, natürlich. Naja. Ja. Grüße Sie. Nehmen Sie Platz. Ja. Ja. Yeah. Das ist das Notebook von Boris Weigand. Ich kann mich noch ganz gut an den Fall erinnern. Damals hatten wir nur Probleme, den Urheber von diesem Pornodreck zurückzuverfolgen. Und? Ich habe nichts Verdächtiges gefunden, auch nicht das ominöse Bild, was im Internet rumging. Kann Boris das nicht vielleicht gelöscht haben? Ja, aber ich habe auch nichts auf der Platte gefunden, womit man irgendwas ins Netz stellen könnte. Verstehe. Das heißt, er kann es nicht gewesen sein. Also wenn es war, dann nicht mit der Krücke hier. Eine Mitschülerin von ihm hat gesagt, er sei kein Computergenie. Was hätte er denn gebraucht als Equipment? Professionelle Anonymisierungssoftware, am besten welche, die noch nicht lange auf dem Markt ist, und natürlich Computerkenntnisse. Sie kennen sich doch. Ja. Hallo. Hallo. Dr. Blüthers Alibi wurde gecheckt. Er saß tatsächlich die ganze Nacht am Bett seiner krebskranken Frau. Aber eine der Schwestern hat gesagt, er war zwischendurch weg. Ah. Und wann? Nach Mitternacht. Und vom Krankenhaus bis zur Schule sind es nur ein paar Meter. Ja, eben. Danke. Soll ich Ihren Rechner vielleicht auch mal durchchecken? Klar, warum nicht? Jetzt gleich? Ja, klar. Wir haben's ja. Ja, wir haben's. Danke. Firewall, ne? Firewall. Also, was ist vorgestern Nacht passiert? Gut, wir würden gerne Leon sprechen. Können Sie ihn bitte holen? Leon ist nicht da. Leon? Thomas. Wo ist er denn? Thomas, jetzt komm mal runter, ich mach das schon. Leon war die ganze Nacht nicht zu Hause. Kommt das öfter vor? Nein, nie. Wissen Sie, was Leon immer gesagt hat? Mama, Papa, es tut mir so leid, dass ich euch so viele Probleme mache. Weil ich mein Mann jetzt ins Gefängnis muss. Frau Urdenbach, denken Sie nach. Wo könnte er stecken? Oder wer könnte es wissen? Sarah. Da steht sein Fahrrad. Los! Leon! Leon!
Bleib ihr hier. Komme! Alles okay! Sieht doch super aus hier. Ja, das läuft auch wieder einwandfrei. Perfekt. Hey, das ist privat. Entschuldigung. Alles in Ordnung? Ja, ja. Sie sind Sternchen 95, ne? Ich hab gesagt, das ist privat. Ja. Nee, oder? Doch, ich bin Feuervogel. Oh nein. Und Sie fahren eine Harley? Ja, was soll denn das heißen? Nichts, ich meine nur, das glaube ich nicht. Wollen Sie mal mitfahren? Ja, klar. Das waren Leons Brandwunden, nicht wahr? Das hat für Sie als Vater das Fass zum Überlaufen gebracht. Also gut, ja, ich bin noch mal raus in der Nacht. Und ich bin zur Schule gefahren. Meine Frau wollte mich aufhalten. Ich wollte dieses Schwein nur. Aber ich hab's nicht getan. Was genau ist an der Schule passiert? Ich kam da an. Ich war überhaupt nicht richtig bei Sinnen. Ich wollte einfach nur, dass das für Leon aufhört. Plötzlich stand er vor mir, dieser Boris. Völlig besoffen. Das Schwein ist nur noch rumgetorkelt. Und dann war mir auf einmal klar, dass ich für so einen nicht ins Gefängnis gehe. Und aufgrund dieser plötzlichen Einsicht sind Sie ganz brav nach Hause gefahren. Genau so war es, das schwöre ich Ihnen. Aber Sie haben ihn doch angegriffen. Unsere Pathologin hat gesagt, sie hat noch nie so heftige Hämatome gesehen. Der hat mir mitten ins Gesicht gelacht. Ich stand nur da und packte ihn bei den Schultern. Ich war in meinem Leben noch nie so hilflos. Aber ich habe den Jungen nicht umgebracht. Ihre Frau und Ihr Sohn glauben das aber. Das sieht nicht gut aus, Herr Ordenbach. Und was denkst du? Er kann es gewesen sein. Thomas, kommst du? Wir müssen Benny abholen. Du, das geht nicht. Ich muss noch was erledigen. Du denkst dran, dass heute Abend Simone und Klaus zum Essen kommen, ne? Ah, scheiße, das habe ich völlig verdrängt. Tschüss, Bernd. Also, bei der Gelegenheit kann ich gleich mal rausfinden, was es damit auf sich hat. Was ist das? Das ist ein Kreuz. Hat der Notarzt Leon abgenommen. Der Typ hätte sich das Genick brechen können. Ja, sag mal, was war das eigentlich für eine Nummer? Ein Hilferuf? Suizidversuch? Ich meine, sein Quälgeist war ja los, er war tot. Und dass er nicht gegen seinen eigenen Vater aussagen muss, das hat er sicher schon mal im Fernsehen gesehen. Die Mutter meint Schuldgefühle, ganz typisch beim Mobbing. Ja. Vielleicht. Also, tschüss. Tschüss. Habe ich es nicht mehr geschafft. Da dachte ich, komme hier kurz vorbei. Ist ja kein Problem. Kommen Sie rein. Wollten Sie nicht gerade los? Ja, nur um den Block, aber das kann ich auch später. Kommen Sie. Danke. Ich habe mich bei meinen Schülern umgehört. Von Kokain weiß keiner was. Das ist ja eine Überraschung. Ecstasy und Dope. Sowas kursiert, aber Kokain? Bist du auch nicht wer dafür in Frage, Kim? Naja, auf jeden Fall jemand mit dem nötigen Kleingeld. Wollen Sie einen Wein? Ja, aber nur einen Schluck, ich habe nicht viel Zeit. Rot oder weiß? Rot.
Ah. Wer ist das denn? Das ist Thomas. Guten Abend, Herr Dr. Büter. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Was wollen Sie? Nur eine kurze Frage. Wie war Ihr Verhältnis zu dem Schüler Marco Steinhagen? Normal, warum? Ist da nicht vielleicht mal irgendetwas vorgefallen? Ja, wissen Sie, ich habe es gewagt, ihm mal eine 4 zu geben, wenn Sie das einen Vorfall nennen. Naja, er hat sonst immer nur 1 geschrieben. Oder 2. Marco hat kein Sprachgefühl. In der Klausur ging es um Lyrikinterpretation. Lesen Sie Rilke? Früher mal, in der Schule. Der Tod ist groß. Wir sind die seinen lachenden Munds. Und wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen. Mitten in uns. Schön. Herr Dr. Büter, das Foto im Internet. Ich bin mir absolut sicher, dass nicht Boris es eingestellt hat, sondern Marco. Wissen Sie was? Meine Frau ist vor 2 Stunden gestorben. Das tut mir leid. Im OP. Ich würde Sie wirklich bitten, jetzt zu gehen. Das Kreuz hatte Leon heute ganz fest in der Hand, als wir ihn vom Kran geholt haben. Ja, ist aus der Bretagne von unserer Kursfahrt. Alle haben 1 bekommen. Wann war diese Kursfahrt? Vor ein paar Monaten. Es war eine fantastische Woche. War Boris auch dabei? Ja. Ich kann Ihnen ein paar Zeichnungen zeigen, wenn Sie wollen. Gerne, ja. Die hat er dort gemacht. Setzen Sie sich. Ja. Wow. Das hat er gemalt. Das ist die Kathedrale. Schön, oder? Hier hat er die Stadtmauer von San Malo gemalt. Sehr begabt, finde ich, aber es hat ja keiner an ihnen geglaubt. Langweilig sie? Nein. Ach nein, danke. Einen noch. Bitte. Na gut. Ziehen Sie um? Wegen der Kisten? Die sind von meinem Mann, oder? Ich muss wohl jetzt Ex-Mann sagen. Auch ein Lehrer. Die Schülerin hatte Sympathie für ihn und ich war ihm zu engagiert. So ein Arschloch. So haben wir uns das nicht vorgestellt, oder Thomas? Ja, das Gefühl kenne ich. Wieso hat Ihr Mann Ihnen vorgeworfen, Sie hätten die Distanz verloren? Er hat sie ja verloren. Ja, eben. Bei Distanz, das sagt sich so leicht. Soll ich einen Jungen wie Boris einfach fallen lassen? Das kann ich nicht. Na gut, man kann sich aber auch nicht jeden Schuh selber anziehen. Das habe ich als Polizist auch erstmal lernen müssen. Fassen Sie mal an. Keine Angst. Mir ist richtig kalt. Manchmal brauchen sie einfach einen Schubs. Ein bisschen Nähe. Es ist so einfach. Ich muss jetzt los. Natürlich. Tschüss. Du pour me savoir pour tous les
Tschüss. Schönen Gruß von Simone und Klaus. Kerstin, es tut mir leid. Sag mal, wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich war bei Frau Martens. Bitte? Nachts? Ja, ich habe ihr nur ein paar Fragen gestellt, das ist alles. Und warum bist du dann nicht an dein Handy gegangen? Das war im Auto. Ich wollte nur kurz hoch. Ach, und dann ist es doch ein bisschen länger geworden, oder was? Entschuldige, traust du mir nicht, oder was? Weißt du, wie peinlich das war vor den beiden? Ja, und wenn schon. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Entschuldige, Kerstin, wann haben wir beide zum letzten Mal was zusammen unternommen, hä? Nur wir beide. Erst Bennys Geburtstag, dann dieses Geschiss mit Utes Scheidung. Ach, leck mich! Und jetzt auch noch Simone und Klaus. Ich meine, ich verstehe das ja alles, ja? Aber so wollte ich einfach nicht leben, hey! So lebt man aber, wenn man ein Kind hat und Freunde! Sag mal. Du Arsch. Also, Neues vom Greifer. Oder eben leider nicht. Morgen. 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 Tut mir leid. Also. Was ist dir denn zugestoßen? Ja, ein Bier zu viel in der Kneipe, in der ich gestern übernachtet habe. Aha. Gut. Sowohl Schlagwinkel als auch aufgewendete Kraft lassen nicht auf Herrn Odenbach als Täter schließen. Das heißt, wenn ein Mann seiner Statur proportional mit der gleichen Kraft zugeschlagen hätte, wie er die Hämatome verursacht hat, dann müsste die Fraktur anders aussehen. Erheblich anders. Hätten Sie die Güte, mich niederzuschlagen? Nur Mut? Sehen Sie? Bei diesem Schlag wäre die Wunde etwa hier. Sie ist aber hier. Das heißt, der Schlag muss von unten, von der Seite gekommen sein. Okay. Mhm. Oder das ist in einem Handgemenge passiert, theoretisch. Noch was. Der Tote trug dieses Lederarmband, da haben wir Faserspuren gefunden. Aber die können natürlich auch von überall her stammen. Also haben wir gar nichts. Entschuldigt. Ich muss nochmal los. Kerstin, seid bitte vorsichtig. Meine Ehe ist schneller kaputt, als man glaubt. Schon gestanden? Nein. Aber er bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Leon, du sagst, du weißt nicht, warum Boris dich gequält hat. Das hat einfach so angefangen, von einem Tag auf den anderen. Ja, so war's. Und Boris, hat er nie etwas dazu gesagt? Er hat mich immer nur angefahren. Dieses Schwein, du blöder Wichser. Ja, aber warum hat er das gesagt? Du musst ihm doch irgendetwas getan haben. Nein. Leon, komm, jetzt sag noch mal ganz genau, wann das mit dieser Quälerei angefangen hat. Kurz nachdem wir aus der Bretagne zurückgekommen sind. Ein paar Tage danach. Oder hast du dich mal mit Marco angelegt? Ich
Wieso Marco? Marco ist ein Freund von mir. Ein Streit, ein Konflikt, das gibt's auch mal zwischen Freunden. Nein, da war nichts. Leon. Da war nichts. Leon, jetzt sag doch bitte die Wahrheit. Ist es wegen Sarah? Ja. Frau Dr. Brandt? Ja, das ist in Ordnung. Entschuldigung. Hätten Sie die Güte, mir zu helfen? Ich habe hier ein kleines Problem. Ich erkläre Ihnen später, worum es geht, aber ich habe hier eine Jacke. Die müsste untersucht werden, Phasenspuren etc. Okay. Sie sehen merkwürdig aus. Ja, das erkläre ich Ihnen später. Dankeschön. Was wollen die denn von uns? Was soll ich denn das wissen? Sie sagen bitte nur das Allernötigste. Ich habe eh nichts zu verbergen. Das wissen Sie noch ganz genau. Ich habe noch nie Drogen genommen. Ich auch nicht. Na prima, dann haben Sie sicher nichts dagegen, eine Haarprobe abzunehmen. Können Sie gerne haben. Sarah, Sie sind dazu nicht verpflichtet. Danke. Was ist mit Ihnen, Marco? Was sind denn diese Taschenspielertricks? Ja, mein Gott, ja. Sie brauchen sich dazu nicht zu äußern. Ich habe halt mal vor Klausur eine Leine genommen, na und? Du hast was? Ich bin halt einfach fitter. Ich kann mich besser konzentrieren, da geht's um Punkte fürs Abi. Aber Sie waren zu feige, sich das Kokain selbst zu besorgen. Kennen Sie dieses Foto, Sarah? Ja, irgendein Schwein hat das ins Internet gesetzt. Dieses Schwein sitzt neben Ihnen. So, jetzt reicht's aber! Herr Dr. Büter hat Ihnen eine 4 gegeben in Deutsch. Und aus Rache haben Sie ihm das hier angetan. Das können Sie mir doch überhaupt nicht beweisen. Doch, Marco, das können wir. Ihre Festplatte wird gerade gescannt. Ich bin wirklich gespannt, was wir darauf finden. Kommen Sie bitte. Der Durchsuchungsbeschluss, Herr Kollege. Hallo. Herr Herbst. Also hier habe ich auf der Festplatte die Anonymisierungssoftware von PrivateTech gefunden. Und das Bild. Passiert in der Bretagne, Sarah. Marco war weit weg, aber Leon war da. Und Sie haben sich gut verstanden mit Leon. Und dann waren da auf einmal Gefühle und Sie haben diesen Gefühlen auch nachgegeben. Jetzt reicht's ja! Dann tun Sie doch nicht so, Sie haben längst alles gewusst. Boris hat doch alles ausgeplaudert. Du wusstest das von mir und Leon? Ja. Irgendwann hat es sich in der Schule herumgesprochen, dass Boris Vater im Gefängnis saß. Die Mitschüler mieden Boris, er war isoliert und einsam. Diese Situation haben sie erkannt und für ihre Zwecke ausgenutzt. Sie schlüpften in die Rolle seines Fürsprechers, seines Freundes und Boris war ihnen unendlich dankbar dafür. Er ließ sich von ihnen zu einem nutzvollen Werkzeug machen, das ihnen ihr Kokain besorgte.
Aber irgendwann ging es um mehr als um Kokain. Es ging darum, ihren Rivalen Leon auszuschalten. Ihn zu schlagen, ihn zu quälen, über Monate. Auch das hat Boris für sie getan. Ich habe mich gefragt, warum. Ich glaube, dass sie ihm einen neuen Anreiz geboten haben. Sie haben ihm versprochen, ihm eine Stelle im Trainee-Programm ihres Vaters zu besorgen. Für die Firma Private Tech. Was so? Die große Zukunft. Eine Karriere in der Firma ihres Vaters. Damit haben sie Boris bei der Stange gehalten. Er hat sie sogar noch verteidigt, als er schon von der Schule geflogen war, weil er an diese wunderbare Perspektive glaubte. Aber dann wurde er abgelehnt. Sie haben ihn fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Marco, wie hat er wohl darauf reagiert? Bitte. Was ist auf der Party geschehen, Marco? Hat Boris endlich kapiert, dass er nur ihr Werkzeug war? Hat er damit gedroht, sie hochgehen zu lassen? Haben Sie ihn deshalb erschlagen? Das war ich nicht. Was ist denn? Was? Beendet. Gut, Sie können dann fahren. Sarah! Werner, lässt uns mal bitte für einen Moment alleine. Stefan, du auch bitte. Was ist denn los? Danke. Frau Martens, würden Sie bitte wiederholen, was Sie mir gerade erzählt haben? Es war nach der Party. Die meisten waren schon weg. Boris war betrunken. Ich habe das nicht kommen sehen. Er war doch sogar schon bei uns zu Hause gewesen. An dem Abend auf der Party ist über Boris alles zusammengebrochen. Er hat die anderen feiern gesehen. Draußen brach er in Tränen aus. Ich habe ihn in den Arm genommen. Ich wollte ihm ein bisschen Nähe geben. Auf einmal hat er gesagt, dass er mich liebt. Dass er mit mir weggehen will. Irgendwohin. Ganz egal. Er hat versucht, sich zu vergewaltigen. Boris hat so viel Gewalt in seinem Leben erfahren, dass er in dem Moment... dass er mich dazu gebracht hat, so etwas zu tun. Ausgerechnet mich. Sie haben sich gewehrt. Dann sind sie hingefallen und haben den Pfahl zu fassen gekriegt. Dann haben sie ihn erschlagen. Ist das richtig? Was geschieht jetzt mit mir? Ich werde prüfen, ob Notwehr in Frage kommt. Frau Martens, es wäre sehr viel besser gewesen, wenn Sie sich gleich gestellt hätten. Das wollte ich ja auch, aber die Vorstellung, nie wieder vor einer Klasse zu stehen, nie wieder zu unterrichten. Meine Schüler. Das können Sie doch verstehen, oder? Wie bist du eigentlich auf Frau Martens gekommen? Frag lieber nicht. Wahrscheinlich hat das gerochen. Kerstin. Ich kenne deine kleine Bar. Nee, ne? Direkt am Strand. Bali! Du spinnst total, echt. Es tut mir so leid. Also, ich hätte ja auch Zeit. Aber wen interessiert das schon?
Kommen Sie, Frau Martens, drücken Sie mal Auge zu. Na gut, kommen. Ja? Ja. Leon! Komm, noch nicht gehen. Ruskara erst gekommen. Ja, komm, sprich es dann mit uns. Komm. Okay. Endlich. Hallo. Hallo Bernd. Boris Weigand, 18 Jahre. Personalausweis und Handy hat er bei sich. Geld scheint nicht zu fehlen. Mutmaßliche Tatwaffe haben wir auch, gibst du mal? Würde mich allerdings wundern, wenn sich auf dem Material Fingerabdrücke definieren lassen. Jedenfalls nicht, wenn der Täter hier unten angefasst hat. Gehört das zu dem Zaun? Ja. Der Fall lag direkt neben ihm. Wahrscheinlich hat der Täter ihn fallen lassen nach der Tat. Der Todeszeitpunkt dürfte so bei 1 Uhr liegen. Ja, das deckt sich auch mit den Aussagen des Hausmeisters. Um 12:30 war die Party zu Ende und um 13:30 hat er die Leiche hier gefunden. Boris Weigand war kein einfacher Fall. Ich habe gerade mit dem Schulleiter gesprochen. Er ist vor 2 Wochen von der Schule geflogen, weil er gedealt hat. Ja, dann muss es doch beim Drogendezernat eine Akte geben. Ja, wahrscheinlich. Wissen die Eltern Bescheid? Meine Mutter ist Stewardess und kommt aus morgen früh nach Deutschland zurück. Und der Vater sitzt im Gefängnis. Weswegen? Irgendwas mit Totschlag. Was genau ist, weiß ich nicht. Ich werde dafür sorgen, dass der Leichnam möglichst schnell freigegeben wird. Mehr kann ich Ihnen leider nicht versprechen zurzeit, Frau Weigand. Fühlen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten? Soll ich Ihnen einen Kaffee bringen? Ja, bitte. Ihr Mann verbüßt zurzeit eine Haftstrafe wegen Totschlags. Was ist denn da vorgefallen? Er hat in Frankfurt unseren Nachbarn verprügelt. Das Radio war ihm zu laut. Ich hätte ihn anzeigen müssen. Schon viel früher. Heißt das, Ihr Mann hat auch Sie und Boris? Als er endlich im Gefängnis saß, haben wir alle Brücken abgebrochen und sind hierher nach Wiesbaden gezogen. Boris sollte eigentlich an der neuen Schule wieder ganz neu anfangen. Was meinen Sie mit eigentlich? Am Anfang war auch alles gut, aber dann hat sich das mit seinem Vater doch irgendwie herumgesprochen. Sofort war Boris der Sündenbock für alles. Sie wissen ja, wie das ist. Boris hatte eine Menge Ärger an seiner Schule. Ich habe gerade seine Akte gelesen. Im Grunde war es nur dieser eine Lehrer, dieser Dr. Büther. Wissen Sie den Grund für Boris' Suspendierung? Suspendierung? Ihr Sohn ist vor 3 Wochen von der Schule geflogen, weil er mit Drogen gehandelt hat. Boris? Und Drogen? Niemals. Entschuldigung, Frau Weigand, aber Sie sind wahrscheinlich sehr viel unterwegs. Boris ist viel allein. Boris war bestimmt kein Unschuldslamm. Aber Drogen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Mein tief empfundenes Beileid, Frau Kollegin. Lassen Sie mich doch bitte endlich in Ruhe. Und das ist derer von euch? Ja, das ist die Frau Martens und der Herr Dr. Büter. Ah, danke. Yes, so. Aha. Herr Dr. Büter? Ja. Mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Ach, Sie kommen bestimmt wegen Boris hier. Erwarten Sie nicht, dass ich Krokodilstränen weine. Hatten Sie Probleme mit ihm? Ja, wenn nicht. Vielleicht bis auf die Kollegin Martins. Aber für die Schule ist der Boris einfach nicht tragbar. Inwiefern? Naja, wenn ich... Ich meine, wenn ich zu jemandem 10-mal, 20-mal sagen muss, nimm die Füße vom Tisch, und er tut es trotzdem und rastet auch noch aus, ja? Verstehen Sie? Tja. Frau Martens ist die Vertrauenslehrerin. Wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Sie. Ja, danke. Frau Martens? Mann, Mann, Mann. Was hat sie eigentlich geritten, Boris auf diese Party zu lassen? Einen suspendierten Schüler, das muss Konsequenzen haben, ob ich nun will oder nicht. Wissen Sie, er wurde von der Gruppe akzeptiert. Sie hätten ihn erleben sollen auf der Kursfahrt in die Bretagne. Er war wie ausgewechselt. Dann soll ich ihn nicht auf die Party lassen. Nein. Ich bin noch nicht Herr Büter. Also, Frau Martens, bitte, bei aller Sympathie, aber... Wer ist denn Herr Büter? Ein Kollege von mir. Er hat ihn von Anfang an provoziert. Mobbing nennt man das, oder? Kann das mit dem Mord zu tun haben? Ach, was? Herr Büter ist ein sehr engagierter Kollege, aber so engagiert ist er auch wiederum nicht. Das ist sehr bitter, aber wir haben für Boris Weigand mehr als nur ein Auge zugedrückt. Aber als dann die Sache mit den Drogen dazu kam, da hatten wir einfach keine Wahl. Hier, Boris Weigand wurde mit 25 Gramm Kokain in der Schultasche erwischt. Ist viel für einen Bedarf? An wen hat er verkauft? Das wissen wir nicht. Wir wissen weder, von wem er das Zeug hatte, noch für wen es bestimmt war. Aber wir haben bei der Leiche ein kleines Notizbuch sichergestellt. Mit Liefermengen und Preisen wird aber alles noch untersucht. Das heißt, wir wissen jetzt noch gar nichts? Doch. Boris wurde verpfiffen. Und zwar von einem seiner Mitschüler. Der wollte anonym bleiben. Wir haben einen dicken Sperrvermerk in der Akte. Habt ihr auch einen Namen? Mhm. Ach. Die Handyauswertung ist da. Das mache ich mal. Zeig's dir mal. Ja, komm mit. Leon, was ist denn los mit dir? Wieso? Du stehst hier, wir sitzen dort. Warum ziehst du dich denn die ganze Zeit zurück, gestern Abend auch schon wieder? Du musst gerade eine Menge lernen. Boris ist tot. Ist das irgendwie bei dir angekommen? Leon Urdenbach? Sorry. Leon, red doch mit mir. Leon? Leon, kommst du bitte? Wir wollen dir ein paar Fragen stellen. Das geht jetzt nicht. Leon ist mein Schüler und ich fühle mich für ihn verantwortlich. Von mir aus? Ja, okay. Kommen Sie. Ich suche Marco Steinhagen. Hallo, mal um in Ruhe bitte. Ich suche Marco Steinhagen. Wer ist das bitte? Ich bin Marco. Guten Tag, mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Darf ich Sie einen Moment sprechen, bitte? Darf ich mitkommen? Ich bin Sarah Winter, seine Freundin. Guten Tag. Ja, kommen Sie mit. Wenn du von Boris Kokain genommen hast, dann können wir das im Körper nachweisen. Das ist doch Unsinn. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich weiß nichts von Drogen. Schau mal, Leon. Das hier ist eine Akte aus dem Drogendezernat. Da ist dick und fett dein Name drin. Du hast Boris verpfiffen und dafür gesorgt, dass er von der Schule fliegt. Stimmt das? Darüber kann ich nichts sagen. Gut. Dann fahren wir jetzt dahin und fragen den Kollegen persönlich. Komm. Was ist denn? Nix. Zeig mal, komm. Scheiße, das sind Brandwunden von der Zigarette. War das Boris? Keine Ahnung. Hey, war das Boris, ja oder nein? Ja, ja, war's. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Na, warum wohl? Boris, für sie gab's doch gar nichts anderes mehr. Wenn das so rübergekommen ist, dann tut mir das leid. Scheiße! Frau Martens? Die weitere Befragung würden wir jetzt gerne alleine durchführen. Kommen Sie bitte. Sarah und ich, wir haben schon eine Menge für Boris getan. Ich glaube, das kann man so sagen. Warum sollte man das denn nicht so sagen können? Markus' Vater hat Kohle.
Marco wird deswegen immer gleich in eine Schublade gesteckt. Nach dem Motto, warum tut er das? Hat er doch gar nicht nötig. Was macht Ihr Vater? Die Firma Privatec. Armin Steinhagen? Sehen Sie, und meine Mutter geht putzen. Wir wollten, dass Boris hier eine richtige Chance auf der Schule hat. So ganz ohne Schublade. Leon, wie lange ging das schon? Keine Ahnung. Ein paar Monate. Du wolltest, dass er dich in Ruhe lässt. Hast du ihn deswegen verpfiffen? Ich wusste einfach keinen anderen Ausweg. Was denkst du, warum hat Boris das gemacht? Keine Ahnung. Dafür muss es doch einen Grund geben. Ich kenne aber den Grund nicht. Ich weiß auch nicht, warum er mich auf einmal so gehasst hat. Keine Ahnung. Bist du vielleicht doch lieber ein Anwalt? Hab doch nichts gemacht. Boris hat vor der Party zweimal bei Ihnen angerufen. Worum ging's denn da? Ach, das war eine ganz blöde Geschichte. Boris hatte sich bei Privatec beworben. Für das Trainee-Programm. Er musste nach dem Rauswurf hier irgendwie gucken, was er jetzt macht. Naja, und er wurde abgelehnt. Er war nicht gerade ein Computergenie. Er war total verzweifelt und rief mich an und wollte, dass ich mich bei meinem Vater für ihn einsetze. Und? Haben Sie's? Nein. Warum nicht? Ich bin gerade auf der Suche nach meinem eigenen Weg und da wollte ich meinen Vater nicht auf sowas anhauen. Ich meine, ich konnte nicht wissen, dass sowas passiert. Hätte ich ja gesagt, klar, im Nachhinein. Marco, hör auf, dir die Schuld zu geben. Du bist um 11 von der Party nach Hause. Kann das jemand bezeugen? Ja, mein Vater und meine Mutter. Und dann bist du gleich in dein Zimmer. Du könntest später aber wieder hingefahren sein, ohne dass es jemand bemerkt hat. Bin ich aber nicht. Außerdem hätten es meine Eltern gemerkt. Woher wusstest du eigentlich, dass Boris dealte? Ich habe gesehen, wie er was gekauft hat von so einem Typen in der Fußgängerzone. Rein zufällig. Ja, rein zufällig. Ich habe da Klavierunterricht und ich habe es einfach nur gesehen, okay? Leon, als Boris suspendiert wurde, was ist dann passiert? Ich meine, der muss sich doch wahnsinnig geärgert haben. Der hat sich doch sicherlich gefragt, wem habe ich diese Scheiße zu verdanken? Und dann ist er auf dich gekommen. Der hat rausgekriegt, dass du ihn bei der Polizei hingehängt hast, stimmt's? Deine Brandwunden, die sprechen eine eindeutige Sprache. Du hattest Angst und wusstest keinen Ausweg mehr. Da hast du zugeschlagen, Leon, war es so? Nein. Er wusste doch gar nicht, dass ich ihn gesehen habe. Also, bis dann. Und? Also, entweder er war selbst oder er deckt jemanden. Also, wenn Leon wirklich um 11 zu Hause war, wieso geht er dann wieder zurück auf die Party? Da läuft er doch seinen Peiniger direkt in die Arme. Ah ja, vielleicht wollte er das ja. Vielleicht hat er beschlossen, sich zu wehren. Leon hat doch körperlich überhaupt keine Chance gegen Boris. Gut, wir warten jetzt erstmal das Ergebnis der Obduktion ab, ja? Leon hat uns den Drogendealer beschrieben. Also, vielleicht können uns die Kollegen vom Drogendezernat da helfen. Hoffentlich. Es wäre hilfreich gewesen, wenn Sie mir das ein bisschen früher erzählt hätten, Herr Dr. Büter. Meine Kollegin hat den Vorgang angefordert. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Vielleicht sind Sie so freundlich und erzählen mir, worum es eigentlich ging? Es ging um eine Internetseite. Boris hat meine Frau und mich dort verewigt. Sie meinen, er hat Sie verunglimpft? Wissen Sie, früher, da streckten die Kinder den Lehrern vielleicht mal die Zunge heraus. Aber was sich da heute abspielt, das ist kriminell. Kann man da nicht vielleicht mal ein bisschen drüber stehen? Drüber stehen? Dann zeige ich Ihnen mal was. Meine Frau hat Darmkrebs. Hier. So wurde das im Internet kommentiert. Eine gelungene Montage, ne? Würden Sie darüber stehen? Bitte veranlassen Sie, dass Boris Wagens Computer abgeholt und durchgecheckt wird, ja? Okay, mache ich. Und wegen der Akte habe ich auch nochmal nachgehakt. Das dauert aber bis morgen früh. Ah, okay. Was ist das denn?
Frau Seber? Frau Seber! Ja, was ist denn? Der Computer ist kaputt. Gucken Sie mal, der hat sich aufgehängt, jetzt geht gar nichts mehr. Vielleicht ist es ein Virus. Nein, es ist doch ein Virenschutzprogramm drauf. Ich habe auch noch extra Anti-Spyware runtergeladen im Internet. Ja, haben Sie eine Idee, was man machen kann? Ich könnte mal unseren Herrn Herbst anrufen. Ja. Person befindet sich im Laden. Bestätige Standort. Jeder auf seine Position. Bereit. Haben Sie Kontakt? Er geht auf die Tür zu. Agentur auf Zugangspunkt. Er hört sich langsam. Sag mal, kannst du für morgen Abend vielleicht deine Mutter organisieren? Wegen Benny. Nicht dranbleiben. Dann könnten wir mal wieder was unternehmen zusammen. Hm? Bereit gehen. Oh Mann, Ute geht's im Augenblick so schlecht. Ich muss sie später unbedingt nochmal zurückrufen. Langsam folgen.